habe heute ein Interview gehört von einer Publizistin, die man früher ohne Umschweife als rechts bezeichnet hätte. Wahrscheinlich gemäßigt rechts, also recht liberal, leicht konservativ. Mit einem Professor, der mal Regierungsberater war, auch unter anderem für Theo Weigel, Christian Wulff und Gerhard Schröder, den man früher also wahrscheinlich auch als rechts bezeichnet hätte. Auch wirtschaftsliberal gemäßigt, wie man so sagt, mit ein paar konservativen Anklängen, aber halt so klassisch rechts. Der hat dann erzählt in dem Interview, dass er früher gelegentlich in Fernsehtalkshows saß, ich habe den Namen vergessen, weil ich kenne den Schmarrn nicht, mit Sarah Wagenknecht und dann da diskutiert hat über bestimmte wirtschaftspolitische oder auch gesellschaftspolitische Themen. Und da habe ich mir spontan gedacht, meine Güte, das würde ich gern mal wieder erleben, sowas. Dass man sich innerhalb von einer Gesellschaft zwischen den politischen Fraktionen oder Gruppen in Diskussionen oder auch mal Streitereien auseinandersetzt, seine Positionen klarlegt und dass ich dann als Zuschauer da zuschauen darf, weil man sich dabei dann ja eine Meinung bilden, sich über bestimmte Dinge auch informieren kann oder wenn man schon eine Meinung hat, die dann daran überprüfen und man dann auch merkt, welcher Fraktion man da jetzt selber angehört bei bestimmten Themen und dann ja auch insgesamt generell. Heute ist es so, dass dieser Professor im Fernsehen nicht mehr auftreten darf, wenn dann ist er höchstens noch Thema und dann heißt es, er ist rechts und Verschwörungsdings und Querdenker. Und wie ich da so drüber nachgedacht habe und das schade fand, ist mir aufgefallen, dass es heute eigentlich überhaupt keine Fraktionen und Gruppen im klassischen Sinne in unserer Gesellschaft zumindest, wenn man sie noch als Gesellschaft bezeichnen will, mehr gibt. Weil wenn man sich so zurückerinnert, also wenn ich versuche mich zurückerinnern, so frühe 70er Jahre, als ich das erste Mal so bemerkt habe, was es alles so gibt. Bundeskanzler war Willy Brandt, später Helmut Schmidt und dann gab es halt so andere Politiker, Strauß, Scheel, Biedenkopf, Ernst Albrecht, Puhvogel, also es gab alles so von wirklich rechtsextrem, wie jetzt Ernst Albrecht, der Vater von Ursula Leyen, bis auf der anderen Seite relativ links, die Linksextremen oder die Linksradikalen, die Kommunisten waren da verboten. Schon, es gab noch so Splittergruppen, aber das waren eigentlich keine Politiker, weil die nirgendwo reingewählt worden sind und deswegen auch kein Amt hatten. Da gab es aber auch noch in der Gesellschaft jede Menge Fraktionen. Es fängt da an, dass es halt eine deutlich erkennbare Unterschicht gab von den Leuten, die gearbeitet haben oder arbeitslos waren und relativ sehr geringes Einkommen hatten oder relativ gering, deren Kinder da gerade erst so anfingen, mal auf höhere Schulen zu gehen, wie man Gymnasium noch eine höhere Schule nannte, ich habe da dazugehört. Dann gab es so die Mittelschicht, also die besser verdienenden Angestellten, die man extra vom Namen her abgetrennt hat von den Arbeitern und auch so kleine Unternehmer, Handwerker, Selbstständige und dann halt die Oberschicht, also die Reichen, die dann vielleicht sogar mal Millionär waren, wenn es ganz hoch gekommen ist. Dann gab es aber auch halt so wieder sowas wie eben Arbeiter und Ausbeuter, also heute sagt man Arbeitnehmer, die in Wirklichkeit ihre Arbeit geben, einem Arbeitnehmer, der die Arbeit dann nimmt und verwertet und die sich auch immer mal wieder auseinandergesetzt haben in Tarifstreitigkeiten, dann mit Streiks und manchmal ja Aussperrung von der anderen Seite, wo die Macht ausgespielt wurde. Und die waren zum Teil dann wieder unterteilt. Es gab dann unter den Arbeitern sowas wie die katholischen oder christlichen Arbeiter, die gesagt haben, wir müssen auf den Frieden im Betrieb schauen. Christliche Gewerkschaften gab es sogar, glaube ich. Und auf der anderen Seite halt die radikaleren Arbeiter, die gesagt haben, wir wollen eher den Klassenkampf irgendwie mal so vorantreiben, dass mehr Gerechtigkeit kommt. Dann gab es die konservativen und die fortschrittlichen Menschen, die einen, die gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir irgendwann ein besseres Leben führen und die anderen, die gesagt haben, nee, früher war alles besser, wir müssen schauen, dass es so bleibt oder wieder so wird, wie es früher war, das wären dann die Reaktionären gewesen. Dann gab es eben, wie gesagt, Religiöse, also Leute, die nicht mit der Kirche zu tun gehabt haben und andere, denen die Kirche sehr wichtig war. Es gab natürlich auch Zuwanderer und da wieder unterschiedlichste Gruppen, die Leute, die nach dem Krieg aus dem Osten migrieren mussten oder halt geflohen sind, dann Leute, die Gastarbeiter waren und da auch wieder jede Menge Unterschiede. Ich kann mich daran erinnern, weil ich als Kind gegenüber von einem Ausländerwohnheim gewohnt habe in Giesing
Und da würde man heute so sagen, oder hat man damals verallgemeinert, manchmal auch gesagt, die Ausländer. Aber wenn man genau hingeschaut hat, dann gab es halt Italiener, die mit ihren Fiat-Sportwagen da rumgebastelt haben, das ganze Wochenende. Dann gab es Türken, die mehr gebetet haben, ist jetzt auch wieder pauschalisiert. Jugoslawen haben sich für Fußball interessiert. Die hatten auch unterschiedliche Lokale. Also es gab lauter so Gruppen. Und es sind aber jetzt mit Ausnahme von bestimmten Konflikten, eben wie zum Beispiel zwischen Ausbeuter und Ausgebeuteten, sind die eigentlich alle immer relativ gut miteinander zurechtgekommen. Dafür gab es ja diese Erfindung der Demokratie, dass man gesagt hat, wir bilden Parlamente, wo dann parlare eben gesprochen wird darüber, wer hat welches Interesse, wem ist was wichtig, wer braucht was und dann schauen wir, dass wir da einen Ausgleich finden. Aber diese Gruppen könnte ich jetzt nur jede Menge andere aufzählen. Die gab es auf jeden Fall und die hatten meistens mit Interessen zu tun, manchmal ja einfach mit der gesellschaftlichen Situation, weil ein Arbeiter oder Proletarier war halt ein Proletarier und ein, Erbe, der Fabrik geerbt hat, war halt dann eben Oberschicht. Und wenn man sich das heute dann dagegen anschaut, dann gibt es diese Gruppen eigentlich überhaupt nicht mehr. Es gibt, wenn man dann wieder genauer hinschaut, auch diese Demokratie natürlich nicht mehr, darüber habe ich schon oft geredet, weil es wird kein Ausgleich mehr gesucht, sondern alle werden getrimmt auf ein gemeinsames, die Gemeinschaft, die dann unter völlig leeren Schlagworten irgendwie organisiert wird. Und doch gibt es aber diese berühmte Trennlinie, die gesellschaftliche Spaltung halt, die verläuft aber zwischen denen, die zur Gesellschaft dazugehören und denen, die ausgeschlossen sind. Also es gibt dann auf der einen Seite, wie es immer heißt, die Mehrheit der wehrhaften Demokraten und die auf der anderen Seite sind rechts. Eine ähnliche Erscheinung in viel kleinerem Maßstab gab es früher zwar auch, da waren dann die Ausgestoßenen, die Linksradikalen, aber jetzt ist das ja eine relativ große Gruppe. Das sind ja so 20, je nach Schätzung 20-35%, vielleicht inzwischen auch schon mehr, die sind rechts, die sind raus. Und da wird jetzt immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, um die anderen, nicht die anderen, sondern die einen, die Demokraten da zusammenzuschweißen. Da sagt man dann, hier müssen jetzt wir den Klimaschutz betreiben. Dann kommt der andere daher und sagt, Klimaschutz kann es überhaupt nicht geben, dann ist er rechts. Ein Demokrat sagt, wir müssen Klimaschutz machen. Manche von diesen Rechten übrigens, und deswegen sortiert man die auch als rechts ein, das ist aber eine kleine Minderheit, die sagen, auch sowas dann wie so, wir sind gegen die Umvolkung. Dann sagen die anderen wieder, ja, Umvolkung gibt's überhaupt nicht. Und so wirft man sich gegenseitig dieses gibt's überhaupt nicht, manchmal auch sehr vehement an den Kopf. Das eine gibt's nicht, das andere gibt's nicht. Bei dem einen kann man nachweisen, dass es nicht gibt, bei dem anderen vielleicht auch. Das interessiert aber nicht, weil dass man da unterscheiden kann, das ist quasi so phänomenologisch ein bisschen ein Unterschied. Die einen sind Demokraten. Die meisten davon wissen entweder überhaupt nicht, was Demokratie ist, oder sie haben kein Interesse daran, oder beides. Und die einigen sich da, oder werden dann immer so getrimmt eben auf diese Aktionspläne. Das ist im Totalitarismus ja eigentlich immer so. Da müssen die Leute ständig in Bewegung gehalten werden und deswegen müssen sie sich dauernd zu irgendwas bekennen. Jetzt eben Klimaschutz, davor Kampf gegen das Virus, das läuft im Hintergrund noch mit, bekommt sicher das nächste Virus und da muss gemeinsame Anstrengung unternommen werden, um als Gemeinschaft dieses Virus zu besiegen und das Klima zu besiegen und den Russen zu besiegen. Während auf der anderen Seite, da gibt's kein so gemeinsames Thema. Das findet sich gelegentlich mal, indem halt alle dagegen sind, gegen diese totalitären Anmaßungen da. Da finden sich dann die unterschiedlichsten Leute, da hocken dann Leute von der AfD zusammen mit Kommunisten und diskutieren, wie man gegen diese Corona-Sanktionen und dieses totalitäre Regime vorgehen kann. Aber die schwören sich da nicht auf einen gemeinsamen Nenner ein. Bei den anderen ist das halt schon so. Jetzt ist weltgeschichtlich, kann man nicht unbedingt prognostizieren und auch nicht hundertprozentig nachweisen. Aber so ein totalitäres Regime hängt doch sehr eindeutig fast immer daran, dass diese Bewegung ständig fortgeführt wird. Also dass es eskaliert wird, dass immer neue Themen kommen, mit denen man halt die Leute begeistern kann und zusammenschweißen. Eben, wie gesagt, Corona, Klima, Virus, Russland und das auf einen Nenner gebracht gegen rechts. Wenn das einmal nicht mehr so ist, wenn das stehen bleibt, wenn es jetzt zum Beispiel tatsächlich gelänge, dass das Klima auf einem ewigen Stand
stabilisiert wird und dass alle Viren ausgerottet sind und dass der Russe besiegt und bestenfalls ebenfalls ausgerottet oder wenigstens kolonisiert ist, ja, was dann? Dann brechen solche totalitären Regimes tatsächlich im Regelfall zusammen, weil dann die Leute plötzlich wieder ihre eigenen Interessen entdecken. Und deswegen kann man eigentlich schon ganz gespannt sein, was als nächstes herkommt. Während auf der anderen Seite halt dann, naja, gut, das hat ein bisschen eine Ähnlichkeit, nur ist es halt von außen aufoktroyiert sozusagen, weil die Opposition, wo dann Linke, Rechte und alle anderen zusammenhocken, die haben sich ja nicht rausgesucht, dass sie ausgestoßen und aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und auch diese ganzen Berufsverbote und Auftrittsverbote und was noch gibt, Cancelungen, wie man insgesamt sagt, das haben sich die ja nicht ausgesucht und die haben auch keine Führer oder irgend sowas, die ihnen solche Dinge vorgeben, sondern die sammeln sich halt unter einer gemeinsamen Not sozusagen, um der Not abzuhelfen und dann geht man wieder seiner Wege. Und darauf wollte ich hinaus, weil dann kann ich jetzt als Linker vielleicht auch mal wieder mit dem Rechten diskutieren über Wirtschaftspolitik. Dann geraten wir uns sicher furchtbar in die Haare und streiten. Und wenn jemand anders zuschaut, dann sagt er, na, ich bin einer dritten Meinung. Aber dann kann man sich halt wieder austauschen und muss nicht ständig irgendwie sagen, ja, wir haben ja nur diese drei Themen, bei denen wir uns einig sind. Und über die anderen brauchen wir gar nicht reden, weil das sind gesellschaftliche Themen und wir gehören dieser Volksgemeinschaft halt nun mal nicht mehr an. Sage ich dann dazu, naja, ich will einer Volksgemeinschaft da gar nicht angehören. Dann sagt vielleicht der Rechtsextreme, doch, will ich schon. Aber das spielt momentan keine große Rolle. Jetzt ist halt Frühling. Ja, und jetzt könnte man meinen, angesichts dessen, was in letzter Zeit so passiert, was alles zusammenklappt von diesen herrschaftlichen Narrativen vom Regime, das fängt ja an bei den RKI-Protokollen, geht bis auf der anderen Seite dahin, dass nachgewiesen ist, dass so Läden wie Korrektiv und, wie heißt das an der Institut für strategischen Dialog, dass das Geheimdienst, militärische Geheimdienstveranstaltungen sind. Dann erfahren wir aus den USA, dass die ganzen sogenannten Pandemien der letzten 20 Jahre alle aus dem Labor gekommen sind. Also da klappt an allen Ecken und Enden irgendwas zusammen. Im Frühling macht mich das immer sehr optimistisch. Da denke ich dann, ja, vielleicht ist bald soweit, dass wir wieder diskutieren und streiten und uns über wichtige Themen auseinandersetzen können. Und vielleicht gelingt es tatsächlich diesmal, dass man den Totalitarismus, bevor er richtig in die Raserei gerät und den Krieg herbeiführt, den ja das derzeitige Regime herbeiführen möchte oder zumindest mit aller Gewalt darauf zustürmt, dass wir den vielleicht noch verhindern und dann diesen Totalitarismus loswerden kann. Sicher nicht ein für alle Mal, aber vielleicht zumindest für die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Wenn was in 50 Jahren ist, ist mir dann ehrlich gesagt wieder relativ wurscht. Da könnt ihr es gerne nochmal probieren dann. Wobei die normale Frist ja immer, naja, jetzt ist jetzt so schmarrn. Hegen wir einen gewissen Optimismus. Vielleicht klappt der Laden bald zusammen. Dann können wir wieder streiten.